Willkommen live auf Twitch, neuer Stream, der erste, zweite im September. Ein neuer Stream mit den Sumerern, Let's Play of Gotthard. Wir spielen wieder auch für die YouTube-Leute, die bekommen da eine Aufzeichnung serviert und die Aufzeichnung davon dann in den nächsten Tagen. Religionssieg, große Überschrift bei uns. Wir hatten lange hier in der Partie rumgegurkt und waren der Meinung, um Gottes Willen, wir kriegen keinen Fuß nach dem anderen gestellt. Man geht immer einen Schritt vor und gefühlt zwei wieder zurück, aber die beiden letzten Streams liefen relativ gut. Sie liefen nicht überragend gut, aber scheinen uns kontinuierlich in kleinen, aber mutigen und zuverlässigen Schritten rauszubewegen aus dem Sumpf unserer kläglichen Vergangenheit hin in das Licht einer strahlenden Zukunft, zumindest hin zum Religionssieg. Alles andere sollte eigentlich weg sein. Obwohl wir mittlerweile bei der Forschung ordentlich nachgelegt haben, schaut mal bitte oben in die Statistik, unsere Forschungserträge sind mittlerweile nur noch geringfügig die schlechtesten auf der ganzen großen Welt und kulturell ist es eigentlich auch okay. Einen kleinen Dämpfer will ich euch gerne jetzt mal kurz verabreichen, damit uns eure Blütenträume nicht so groß werden, ob man vielleicht militärisch vorrücken könnte gegen die Osmanen oder gegen die Araber. Im Krieg sind wir im Augenblick mit den Osmanen im Osten, mit den Persern im Norden. Aber schaut euch mal an, wie wir technologisch dastehen. Wir sind hier unten in der Renaissance. Immerhin, letztes Mal noch Mittelalter. Und das hier vorne, im Atomzeitalter, ist der Kollege Hammurabi, Gott sei Dank unser Alliierter, im Süden von uns. Mit denen sind wir im Krieg mit Saladin und den Arabern, die sind in der Moderne. Und auch Süleyman, der andere Mensch, mit dem wir im Krieg sind, auch... Nee, mit den Arabern sind wir gar nicht im Krieg. Die hassen uns nur. Die können uns nicht leiden, die haben uns denunziert, im Krieg sind wir nicht. Das stimmt nicht. Da muss ich mich korrigieren. Das Blöde ist, wir haben deshalb mal sehr selten für unsere Partien, weil beinahe die ganze Welt uns hasst, nur eine Fraktion, mit der wir überhaupt Handelsgeschäfte treiben können. Und das fällt mir das echt schwer, das bremst uns gewaltig ein. Das ist halt Hammurabi und sein Reich hier im Süden, die Babylonier. Apropos, ich glaube, wir könnten ihm Pferde andrehen. Soll das mal versuchen? Die ganze Zeit hatte er fast kein Geld, mittlerweile etwas wieder da. Pferde hat er keiner. 18 Gold für Pferde? Wow. Leider gibt er... Ach, er ist nicht bereit, irgendwas ründlich zu geben. Bin ich mal echt gespannt. Wir versuchen mal, so viel rauszuholen, wie geht. Er macht keine ründlichen Erträge, der Henker weiß warum, sondern nur allgemeiner. Sieben Pferdchen, sieben Gäule bekommt er verkauft und wir sacken 126 Gold ein. Andere Sachen können wir im Augenblick nicht verkaufen. Wir hätten Bernstein doppelt und dreifach. Aber ich glaube, das hatte er schon, wenn ich mich richtig erinnere. Von irgendjemand anders. Sieht zumindest später noch aus. Erster Deal des heutigen Tages. Sehr schön. Dann könnten wir uns jetzt nochmal weitere Apostel kaufen, hier vorne in Goldmeister, Moksha mit zwei Beförderungen statt gleich einer. Nee, Speedy, was soll man mit Kot oder Öl anfangen? Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt schon erforscht haben. Also einsetzen können wir weder Kohle noch Öl. Ich würde mir lieber Geld holen. Wir haben niemanden Hinterweiter, an dem wir das weiterverkaufen können. Ihr könnt mir das gerne vorschlagen, aber die Einzigen, die mit uns Handelsgeschäfte machen, sind nur die. Saladin macht mit uns auch kein Handelsgeschäft. Was nutzt uns das von ihm, was abzukaufen, das wir nicht weiterverkaufen und das wir selber nicht nutzen können? Das ist vollkommen witzlos. Hier vorne rein. Mark Moksha hat jede Menge coole Beförderung. Wir kaufen uns hier einen Apostel. Den siebenten ist es, glaube ich. So, drei Disputanten. Mal schauen, wo die alle... Oh so, erst einmal feuern. Wir haben ja Krieg mit den Persern im Norden. Einmal feuerfrei auf diesen Tribok hier. Ah, den hätte ich auch vertreiben können vorher. Das wäre, glaube ich, klüger gewesen. Nee, der hätte den eh nicht. Der ist drei Plätze davon entfernt. Der hätte eh nicht auf den feuern können. Der bleibt nochmal eine Runde hier sitzen. Vielleicht kriegen wir den angezogen.
Wir haben keine Truppen mehr nötig hier bei Konstantinopel. Rebellion kommt in 6 Runden. Ob die danach an uns fallen werden, die Stadt, wissen wir nicht sicher. Wir haben ein goldenes Zeitalter und die Babylonier haben ein normales oder ein dunkles? Die Babylonier haben ein dunkles. Also ich könnte mir gut vorstellen, aufgrund des Drucks, dass dann Konstantinopel, nachdem die Stadt rebelliert ist, versucht an uns zu fallen. Aber beschwören kann ich es nicht. Wir könnten mal versuchen, damit zu arbeiten, ob das klappt. Mal die Frage, wie wir hier oben diese Übersichten anzeigen lassen können, erkläre ich im Schnitt immer einmal pro Stream. In-Game-Optionen, Interface, dann hier Erträge im HUD-Bereich anzeigen lassen, Ausklappmenü, Alternative wählen, bestätigen, weitermachen. Bullenvorhersage im Twitch-Chat beendet. Ihr konntet wie letztes Mal auch schon eure Bullenkarma, eure Kanalpunkte investieren für die Frage, wie viele Städte am Schluss des Streams folgen werden dem Bullismus. Im Augenblick sind es 15. Die meisten von euch wetten tatsächlich relativ optimistisch. Die meisten haben gewettet auf 19 bis 21 Städte am Ende. Sehr wenige waren pessimistisch. Ah, es verteilt sich relativ gleichmäßig doch. Relativ gleichmäßig. Nur die erste Alternative, dass es gar nicht mehr sind als 15, haben sich nur 5 Leute für entschieden und nur ganz sparsam ihre Punkte gegeben. Rest teilt sich auf. Ja, Speedy, wir haben eine kulturelle Allianz mit dem Süden, mit den Babyloniern. Aber das ist ja hierfür egal. Also, wenn die Stadt hier rebelliert, Konstantinopel, ist es eine Rebellenstadt. Und mit den Rebellen haben wir keine Kulturallianz. Und wenn die sich entscheiden, ob die den nach Süden hin flippen oder zu uns rüber flippen, dann sollte eigentlich die Allianz keine Rolle mehr spielen. Ja? Ah, ja, ach Mensch, wie das. Ich habe leider einen kleinen Tippfehler in der Umfrage. Die Alternative 4 hätte heißen müssen 22 bis 24. Die Zahl 21 taucht zweimal auf. Aber du musst das nicht neu machen. Wir gehen einfach stillschweigend davon aus, ich hoffe, der Chat protestiert nicht, dass die vierte Alternative heißt 22 bis 24. Weil das deckt sich mit allem anderen. Das sind immer drei Zahlenbereiche. 16, 17, 18 ist einer, 19, 20, 21 einer. Also ich glaube, wir spielen nicht um Geld. Es sind nur die Punkte. Wir gehen einfach davon aus, 21 bis 24, dass damit gemeint ist, 22 bis 24 und legen das jetzt fest. Einverstanden? So, hier unten geht's weiter. Und ich würde schon mal gerne vorrücken rauf zu den Persern. Hier vorne wird rebelliert. Ne, wir warten noch einen Moment ab. Hier, da müssen wir aufpassen, dass wir die hier killen. Oder schwerst beschädigen. Ja, da feuern wir nicht drauf. In 4 Runden ist die Stadtmauer fertig. Oh, die sind wieselflink. Wir versuchen die mal runter zu locken, mal zu dieser Stadtmauer hier. Wenn die über die Stadt rüberziehen, dann kostet das die 3 Bewegungspunkte. 4 haben sie. Ich versuche die mal hier rüber zu locken. Hier bleiben wir stehen. Wir können auch einmal angreifen. Das Level Up bin ich gerade zu geizig für. Wenn die Stadt mal in 4 Runden fertig ist, sollte eigentlich auch reichen. Wir bekommen ja auch XP dabei und können demnächst heilen. So, dann die Truppen hier. Der rennt hier runter. Das ist alles okay. Könnten wir einmal Richtung Norden vertreiben, damit er nicht, ich weiß nicht, irgendwelche Leute boostet, die um ihn herumstehen. Aber es ist eigentlich Pott wie Deckel. Falls hier ein Ritter kommt und wir würden auf der Ebene erwischt, wäre es doof. Ich glaube, wir bleiben hier einfach stehen. Dann wollten wir hier Wein anschließen. Das ist, glaube ich, schon das zweite Weinvorkommen. Oh, jetzt zieht er gleich drauf und holt sich den. Das ist aber nicht schlimm. Dann kriegen wir den nachher gekillt. Wir haben hier, glaube ich, einen. Ja, damit können wir ihn schon mal in Position stellen. Ziehen einmal hier hin. Aus der Stadt raus. Den gehen wir hier jagen. Und der einmal bitte hier hin. Krieger hier wieder rein. Nickerchen machen.
Hier warten wir ab, wie der Händler hier zieht. Eventuell, letztes Mal sah es so aus, als würde er nach links hinziehen. Und dann könnten wir den plündern, möglicherweise. Ne? Dann haben wir... So, das ist eine babylonische Stadt. Das ziehen wir wieder raus. Stadt rebelliert in 6 Runden. Einmal wieder hoch. Da sind hier jede Menge Apostel, der hier vorne. Jetzt müssen wir mal schauen, wie doll hier der Buddhismus bzw. der Katholizismus verbreitet ist. Die Stadt könnte mit ein bisschen Pech flippen, wenn wir versuchen, die zu bekehren. Pech für uns, weil wir wollen ja auf jeden Fall die Allianz erneuern. Wir haben ein bisschen religiösen Groll, aber es sollte trotzdem eigentlich klappen, dass er die Allianz erneuert. Das wäre auch echt wichtig, damit wir danach in Ruhe bei ihm rummissionieren können. Wir haben hier jede Menge Disputanten. Mal gucken, wo die drei sind. Das ist ein bisschen Disputant, der kann ja direkt angreifen. Das hier vorne ist kein Disputant. Das ist ein Disputant. Der kann schon mal runterrennen. Und der dritte Disputant war wo? Der könnte einfach nur bekehren. Irgendwann dann noch wo? Ach, da oben war, glaube ich, der dritte Disputant, ne? Nee, wo war denn der dritte Disputant? Ja, wir werden den gleich kreieren. Da kommt der dritte. Da sich alle religiösen Kämpfe hier unten stattfinden, ziehen wir mit dem. Ja, wir können hier links noch zweimal bekehren. Mit dem. Wir bekehren zweimal. Der ist ja relativ stark. Einmal hier rüber. 0,25 Bewegungspunkte. Einmal Disputant, bitte. Einmal zwei Disputante hier vorne. Und das war der Kollege hier vorne. Der kann sich dann schon mal neben den hier stellen. Aber ich mir wäre natürlich lieber, die würden in unser Territorium reinziehen. Und der zweite war der hier, ne? Mhm, der kann sich noch eine Beförderung holen. Welche wird das werden? Bekehrer könnte man machen mit ihm. Kann er schön Einheiten vernichten. Der halt hier vorne aus, da sollte er eigentlich stehen bleiben. Ja, wir lassen die mal kommen. Ich wette, die kommen noch zu uns rübergerannt hier. Aber sicher kann ich mir nicht sein. Wir machen mit ihm auch schon mal Druck. Einmal hier vorne hin, bitte. Den ziehen wir hier hin. Ein Bewegungspunkt bleibt übrig. Holen uns jetzt den Disputanten. Pardon, holen uns jetzt den Bekehrer. Das war der Disputant hier vorne. Der schneidet ihm, der macht hier von der Seite ein bisschen Druck. Dann haben wir noch den hier vorne. Wir sind im buddhistischen Territorium. Dann könnten wir ein bisschen schwächen. Haben plus 4 an Flankierungsbonus hier vorne. Mhm. Der bleibt hier stehen. Nee, die Bombarde sollte auch schon mal raufziehen, natürlich. Ritter, bitte oben heilen. Im eigenen Territorium geht es etwas fixer. Ein weiteres Sägewerk. Die Bombarde wartet darauf, hier gleich zu feuern. Graf Drama, danke fürs dritte Abo. Hi. Danke dir, Graf Drama. Und mit der Bombarde hier hinten.
Ob Andrea Sahler fragt, wenn wir die römische Ostkirche komplett aus der Karte raus entfernen würden, weil irgendwo scheint es noch eine Stadt von denen zu geben, ob das Zeitalterpunkte geben würde. Nach meiner Kenntnis nicht. Aber ich weiß es nicht sicher. Den Krieger in Goldmais wollen wir nicht upgraden. Wir sammeln unser Geld noch ein Stückchen weiter für sinnvolle Zwecke an. Also einen Krieger jetzt zu befördern zu einer ganz späten Einheit, was unfassbar viel Geld kostet, das ist nicht so, dass wir ein Geld schwimmen. Das würde ich schon gezielt gerne ausgeben wollen für Sachen, die uns etwas leichter fallen. Der Krieger ist auch so sinnvoll. Wir haben eine Politikkarte drin, in der jede Stadt mit einer Garnison eine Annehmlichkeit bekommt. Und ob das ein Krieger ist oder irgendeine teure zeitgenössische Einheit, ist egal. Das heißt, der hier gibt eine Annehmlichkeit, kostet keinen Unterhalt, alles gut. Rauf zu den Persern. Und eine Runde weiter. Basilius wurde besiegt, die Byzantiner sind raus, Apostel haben wir gekauft. Zwei Diplomatie-Siegpunkte haben wir bekommen. Wir liegen sogar gemeinsam mit den Arabern vorne bei den Diplomatie-Siegpunkten, allerdings nicht so entscheidend. Schützen Itza von Süleyman gebaut und ebenfalls die Terrakotta-Armee von den Osmanen errichtet. Die war so Wohnraumprobleme, Handelswegkapazität erhöht. Es war eine Abstimmung im Weltkongress. Unsere Bezirke lösen in den nächsten Runden einen Kulturschock aus, wenn die gebaut werden. Und wir haben eine Handelswegkapazität mehr. Insofern wäre eine Überlegung, dass wir noch einen Händler irgendwo einstellen. Vorne entsteht eine Stupa. Alles auf Religionssieg ist okay. Es sind Handwerker. Ein Handwerker ist hier im Bau. Die Handwerkerkarte, wir haben hier noch mehr, ja. Wir sollten hier noch ein paar Handwerker mehr reinstellen, weil wir jede Menge Sägewerke noch setzen können. Nach der Heiligen Stätte, hier der Handwerker, ist in zwei Runden fertig. In einer Runde kommt die Handwerkerkarte nochmal rein. Vorne entsteht die Stupa. Der Handwerker ist in einer Runde da. Nee, er soll in zwei bitte da sein. Und dann hatten wir, glaube ich, noch eine vierte Stadt, in der wir gepuzzelt hatten. Das war die hier unten. Ja, da wechseln wir auch in der nächsten Runde. Und dann haben wir in den vier Städten jeweils einen Handwerker mit Handwerkerkarte drin, also mit zwei extra Aktionen, fünf statt drei unterm Strich. Das war's. Und eine Runde weiter, Leute. Stefan bedankt sich bei TerraWulf für das Abo. TerraWulf hat zuletzt viele Abos hier verschenkt. Gurus kaufe ich noch nicht, ne. Das ist erst am Schluss. Erst die Apostel, dann die Gurus. Weil die Apostel können am Rande unseres Territoriums Northbomen ja sofort auch schon in den Kampf eintreten. Ein Diplomat ist ein Mann, der sich den Geburtstag einer Dame merkt und ihr Alter vergisst. Die Gurus sind dafür gedacht, dass sie unsere Apostel heilen, auswärts. Wir haben im Augenblick sind wir noch mit den Aposteln im Einsatz direkt rund um unser Reich. Das heißt, unsere Apostel können jederzeit vor- und zurückziehen, können zum Heilen sich auf unsere eigenen heiligen Stätten oder daneben hinstellen. Gurus sind quasi die außenpolitische Heilung. Und die innenpolitische Heilung, also sofern der religiöse Krieg innerhalb der Grenzen unseres Reiches oder im direkten Umland befindet, braucht man keine Gurus. Der Kauf von Gurus ist dann Glaubenspunkteverschwendung, weil die Leute heilen auch so. Gurus braucht man dann, wenn man weiß, jetzt starten wir damit, unsere Leute weit weg zu schicken. Die können nicht mehr zurückrennen zum Heilen, zu unseren heiligen Stätten. Da müssen Gurus mit. Jetzt noch nicht. Also das wäre völlig kontraproduktiv, auch weil dann hätten wir weniger Apostel, um rund um unsere Grenzen jetzt die Byzantiner zum Beispiel gleich anzugreifen, womöglich. Spione, Wechselbank, kommt alles zu früh, Casus Belli, Botschaftskanzlei, Diplomatenviertel haben wir nicht und so weiter. Vorne können wir feuern, der Tribok hat sich bewegt. Einmal feuerfrei hier vorne hin. Sehr schön. Jetzt stellen wir, dürfen wir nicht vergessen, Handwerkerkarte kommt gleich rein. Wir gehen einmal hier oben rein, packen den Handwerker hier hin und den Handwerker hier vorne hin. Und in Goldesel checken wir auch mal. Watt ist während 8 Runden repariert. 6 Punkte für Produktion. Da wird ein Handwerker zu lange dauern. Dann reparieren wir hier das Watt bitte. Dann checken wir mal unsere Politikkarten hier vorne. Ah, zuerst wollen wir den Kollegen hier mal ein bisschen umbringen.
die wollen wir so gut wie möglich machen, die Bombarde. Die feuert hier nochmal drauf. Prima. Sind wir hier vorne eine Einheit? Wo ist denn die hingerannt? Hier war da eben nur ein Ritter. Wo ist der hin? Ein Ritter? Das war doch ein Ritter. Der stand gerade noch auf dem Feld. Ich sehe weit und breit kein Fog of War. Und seht ihr, wo der Ritter hingerannt ist? Hier unten kann er nicht hingekommen sein. Der müsste über den Fluss am Fluss kleben geblieben sein bei der Flussüberquerung. Er kann nur hier oben lang gelaufen sein. Vielleicht ist er gestorben beim Angriff auf die Linieninfanterie. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mir fällt im Augenblick nicht ein, wo der Ritter hin ist. Unten wird rebelliert. Einmal hier rein, bringt auch eine als Garnison eine Annehmlichkeit vor Ort. Bitte heilen. Prima. Läuft. Dann mit dem wollten wir hier links noch ein bisschen vor uns rum missionieren. Preslav, keine Rebellenstadt, sondern nur ein Stadtstaat, der so aussieht, als ob. Dann die neuen Ausrichtungen. Was holen wir uns als nächste Forschung? Alles. Wir müssen sowieso alles haben, weil Humanismus ist der Schlüssel, um überhaupt weiterzukommen. Wir spielen mit zufälligen Forschungsbäumen, gilt auch für die kulturelle Forschung. Das heißt, wir müssen ohnehin uns alles drei, was es hier gibt, noch holen, sonst kommen wir nicht weiter. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Hier gibt es einen Gesandten. Die Politikkarten brauchen wir nicht zwingend. Ist eigentlich völlig egal. Geht einmal hier rein. Das ist in 5 Runden erledigt. Die Quadreme, die eine Einheit besiegt, und der Bonus damit, den holen wir uns eh nicht. Ein Gesandter hier vorne, in 5 Runden ist es soweit. Das heißt, wir haben jetzt 5 Runden Zeit, um die Handwerkerkarte sinnvoll zu nutzen. Noch ist die Diplomatenliga drin, das heißt, wir könnten den ersten Gesandten in einem Stadtstaat irgendwo hinschicken. Der würde sich verdoppeln, wir haben aber niemanden kennengelernt. Wir haben aber, glaube ich, noch irgendwelche Erkundungseinheiten hier im Westen. Nee, haben wir nicht mehr. Die ging verloren und der gondelt auch schon wieder zurück. Könnten nach oben hier noch ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht lernen wir noch einen Stadtstaat kennen. Aber sieht erstmal nicht danach aus. Und ob wir dann den ersten Gesandten gerade dann dahin schicken, ist auch nicht gesagt. Es wird in den nächsten 5 Runden wahrscheinlich nicht geplündert. Plünderungskarte fliegt auch raus. Wir können also zweimal hier unten die Handwerkerkarte reinnehmen. Ah, 5 Stärke im religiösen Kampf für alle theologischen Einheiten. Die brauchen wir eigentlich dauerhaft drin. Wir holen sie erstmal 20 Gold mehr durch diese Karte hier. Ein Gold für jeden Gesandten. Wir haben genau 20 Gesandte. Ich habe eben vor Start nachgeguckt. Es gibt uns 20 Gold mehr. Jetzt die Frage, wollen wir mehr 5 religiöse Kampf? Ne, wir machen natürlich die Handwerkerkarte. Die Frage ist, den religiösen Orden packe ich hier mal rein. Pardon, die Handwerkerkarte packe ich mal hier unten rein. Die Leibeigenschaft, die Frage ist, ob wir eventuell die Campusbezirk-Nachbarschaftsbonuskarte austauschen gegen den religiösen Orden. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt in den nächsten 5 Runden viele religiöse Kämpfe haben. Wir haben allerdings auch Disputanten vor Ort. Die Frage ist, ob das entscheidend ist. Die entscheidende religiöse Offensive gegen die Babylonier machen wir erst dann, wenn die Allianz abgelaufen ist. Das ist in 4 Runden, glaube ich. Wir können ruhig noch 4-5 Runden abwarten. Das ist nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Deshalb könnten wir noch ein bisschen hier weiter forschen und dann in 5 Runden hier reingehen. Wir wollen die ja gar nicht so viel Groll im Augenblick haben durch erfolgreiche Missionierungen gegenüber den Babyloniern. In 5 Runden gucken wir uns das nochmal an. So lange machen wir hier so auf dieser Weise weiter. Alles klar? Und einmal bestätigen. Dann hier rüber bitte. Oh, es war ein Handelsabkommen ausgelaufen. Wir hatten immer Quecksilber bekommen von Hammurabi. Das ist ausgelaufen. Ich glaube, letzte Runde schon. Mal gucken, ob wir dann nochmal was von ihm bekommen. Ja, für sehr wenig Geld. Das freut mich sehr. Und jetzt schauen wir bei der Gelegenheit. Er jubelt ganz toll. Auch mal nach, ob wir ihm irgendetwas wieder verkaufen können. Ob er jetzt Geld ausgeben möchte für Pferde. Und zwar jede Runde. 9, eben waren es 18, immer noch sehr viel. Wie viel gibt er für Gunst? Auch sehr viel. Aber die Pferde brauchen wir gar nicht. Oh. Hä?
16 Gold, 3 Gold, 30 Runden lang, einmal Gunst und 8 Gäule, bitte. Ja? Das sollte so passen. Und weiter. Ob wir nördlich von Maskat siedeln sollten, wird im Chat gefragt. In dieser Spielphase noch einen Siedler irgendwo produzieren und losschicken. Hier vorne. Hier ist sehr viel Tundra, hier ist Sumpf. Also wachsen wird die Stadt von der Nahrung her schnell. Aber wir spielen auf Vodionsieg. Das heißt, wir würden von einer Stadt, die ballistisch wird, 3 Gold bekommen jede Runde durch den Zehnt. Und könnten vielleicht noch, das dauert allerdings sehr lange, jetzt noch eine heilige Stätte bauen. Ich glaube, das ist jetzt schon zu spät im Spiel. Jetzt noch eine Stadt zu gründen. Einerseits würden wir Wein bekommen, den haben wir allerdings schon 2-mal. Pferde, die war schon, also es ist schon ein attraktiver Platz. Wir müssten allerdings an der Küste siedeln, um ein bisschen hier ranzukommen an Wasser, an Trinkwasser. Und müssten dann wahrscheinlich als erstes nicht eine heilige Stätte, sondern einen Hafen bauen. Und der wird nochmal lange dauern. Soll man dafür jetzt nur einen Siedler investieren? Also ich glaube, das ist nicht entscheidend für einen Religionssieg, ob wir jetzt hier noch eine Stadt hinsetzen. Das wäre nur, einfach nur, weil wir es können und deshalb machen wir das mal. Hier sind auch keine Berge, hier sind kaum Wälder. Wir können also keinen Nachbarschaftsbonus, keinen gescheiten abgreifen für eine heilige Stätte. Ich würde es nicht machen. Wir bräuchten sowieso als erstes einen Hafen, sonst expandiert die Stadt gar nicht. Ich würde es nicht machen. Nee. VB, der Pferdeschieber, werde ich genannt von Andrea Sana. So bin ich ja noch nie genannt worden. Danke an Jakirx. Dich nenne ich mal den Neuen oder die Neue bei uns. Liebe Grüße an dich, willkommen in unserer Community. Blumen, falls du noch keine bekommen hast, jetzt bitte aus dem Chat an unser neues Community-Mitglied. An Jakirk oder Jakirz. Willkommen hier. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier den Kollegen hier schnappen können. Da ist ein Apostel. Das sollte, ja, das steht im eigenen Territorium. Der ist schwer zu killen, aber es ist nicht unmöglich. Das ist ein Disputant. Ja, wir kriegen den. Einmal hier hin. Dann haben wir einen Disputanten. Hier. Flankieren mal. Flankieren nochmal von der Seite aus. Achtung, falls die Stadt rebelliert und gleich eine Einheit und zum Mobs, haben wir ein Problem. Ja, eventuell reicht ein Angriff, wenn wir den nochmal hier runterziehen. Dann haben wir so viele Flankierungsaktionen. Ja, der Disputant killt den. Jetzt. Schaut mal rechts, plus 6 Flankierungsbonus hat man echt selten. Und auch das ist ein Grund dafür, wir hatten eben darüber diskutiert, in dieser Phase erstmal nur Apostel zu kaufen und keine Gurus. Wir können entlang unserer weltlichen Grenzen in aller Ruhe angreifen. Es ist ein Katzensprung rauf zu unseren heiligen Städten. Stehen wir da drauf oder daneben, heilen die Leute wieder. Gurus sind nicht nötig. Je mehr Apostel wir haben, desto mehr können wir gleichzeitig angreifen, taktieren, flankieren und solche coolen Aktionen machen wie diese hier. Er ist tatsächlich geblieben, hat einen kleinen Rest noch, aber er kann ihn sich hier holen und sollte das auch überleben. Er hatte 4 Figürchen, das heißt, er hätte 4-mal bekehren können. 4-mal kann er nicht bekehren. Wir bekommen Bullismus, beim Rest geht der Katholizismus ein bisschen runter. Bekehrt haben wir keine weitere Stadt zu unseren Gunsten, deshalb gibt es keinen Groll. Aber wir haben ordentlich noch ein bisschen Druck aufgebaut in alle Richtungen. Das war eine sehr, sehr coole Aktion. Haben wir Feinde bekommen.